Hey yo, what's up YouTube? What's up my people? What's up my favorite subscribers? My name is Kolisa, and if it's your first time to the channel, welcome to Africa Listens. So yeah, I don't know, is it Ssio, like Ssio? And the name of the track is Nullkommaneun. Yo, I'm butchering that word. I don't even know how to say that. But anyway, I hope that it's gonna be good. The views are quite amazing. The likes are crazy. So let's see what this artist has to say. Yeah, I don't know what to expect, but I hope that you guys are gonna enjoy it as well as I'm going to enjoy it. So let's go and react into this music video. Die nun folgenden Szenen zum Musikvideo von Ssio wurden vom Protagonisten zur And then? This is a different language. Stimmjustierung durch Anabolika nachträglich synchronisiert. Postanabole Gehirnschädigungen sind verantwortlich für die zeitliche Verschiebung zwischen Mundbewegung und Sprache. I don't know what that said. You know, I don't know what that lady just said right there, but it sounded like a warning. So I don't know what warning is that, but hey, you know, I'll see what the warning is. Nothing can scare me. Yeah. Gehirnschädigungen sind verantwortlich für die zeitliche Verschiebung zwischen Mundbewegung und Sprache. Ist wirklich so groß? Nein, nicht voll lang. Ich Is this like an old, I don't know, like... Was? Ob ich dir 50 Euro leihen kann? Nah man, it can't be Chinese, bro. I need some English subtitles. You know, English subtitles. Where the English subtitles? Can I choose which subtitles I want? Subtitles? No? Nothing? Alright, can't do much then. Warte mal kurz. Bruder, richtig miese Zeiten. Ich bin doch auch wieder zu meiner Mutter gezogen. Oh, this sounds so Dutch, Afrikanisch and also German at the same time. So, ob ich dir 50 Euro leihen kann? Warte mal kurz. This is definitely not Chinese. Bruder, richtig miese Zeiten. Ich bin doch auch wieder zu meiner Mutter gezogen. Ich trinke nur noch Freeway-Cola. Ja, aber ey, du weißt, ich bin immer für dich da, ne? Du kannst dich jederzeit melden. Alles klar, Bruder, mach's gut, ne? Grüß deine Familie von mir. Mein Akku ist leer, der Empfang geht weg, ciao. I have family, so I'm assuming that he's telling that... First of all, this guy looks like a drug dealer. Like, he looks like he's dealing drugs. And he's just in a drug call right now. One of his suppliers or one of his people on the streets are telling him something. It is like, hey, look, I'm busy having a nice bath. I'm trying to de-stress and I'm with my family. Please call me later. This is my interpretation of what he just said there. Inshallah. Correct me if I'm wrong. Was, Beef? Lass die Kugel rennen. Click. Die hohen Söhne. Was, Beef? Lass die Kugel rennen. Click. Rusty. What is that sounds Afrikaans, like that's it. Superman. Oh ja. Hi Ssio. Hallo ihr zwei. Ssio. Kommt, ich zeige euch meine Brusthaare. Ssio, that's the name of the person. Von Pepwit. What was that? What type of hotel is this? Is this like your low-end hotel? Because inside it looks very posh. But I mean, why did the number just... Or is this how it goes? You know, every time he gets some, you know, some company, you know, the number changes, you know, confuse the enemy. Von Pat wird Craig, Magic Rezept. Wie gewohnt, ist doch kein Harry Potter Hundesohn. Harry Potter? Ssio? Ssio? Rata? Bist du nicht Rata? Kenn dich doch von YouTube. Nöte! Is da! So, this guy works for the hotel and is like, hey, Ssio? Is this really Ssio? And this is what I'm guessing from the interaction.
And he's saying, how do you know me? He said, I know you from YouTube. So, famous star. Hey, ich hab hier frische Uniform für dich, Digga. Bist du Pilot oder was? Guck mal, du hast dich voll verändert. Alle sagen das. Hey, was geht denn da drin? Warte, warte, nur zwei Minuten warte. Denk nicht, weil du einen roten Anzug an hast, kannst du hier Show machen, du kleiner Pisser. Danke, Digga. Er bumst auch dickere Frauen. Hallo, aufhören, aufhören oder mach weiter. Guck mal, was ich habe. Ich habe eure Tangas mitgebracht. Okay. So this is a hip-hop song all along. So this is definitely a hip-hop beat. So they're at the airport. Mutte, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen what does a ship want there? That's not a goat. Hey, look, my guy. If you wanted to... if you calling yourself a goat and bringing sheep in the music video, don't you guys have sheep over there? I mean, don't you guys have goats over there? Why do you have a sheep, my guy? That's a sheep, not a goat. Ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoffticken. What? Is that a baby sheep? Why does the sheep has to have nappies? Sorry, it doesn't mess up the private jet, I guess. I'm guessing that's why. This is cool. That's funny though. Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. That's so weird, bro. Like, why would you tap the chip's butt like that? Du kommst mit Punchlines, ich aus Maastricht mit Stecklinge. Plastiktüten mit Tanzblatt und Zipfverschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten im Abschluss. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwerst dich wegen Style und Coolness, Reimstrukturen hab. Zerknüllte Batzen statt goldener Mastercard, bummst deine Mami, weil heute ist Vatertag. Hakim, was machst du in meinem Flugzeug? Chef, ich heiße Chef. Fress mich voll mit Aioli und Papaschalen, fährst mit Ruggerpaten, ganze Grasplantagen. Ich hau auf deinem New Era Cappy und du sagst, ich find dein Fuß lecker, Daddy. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Huren. Yo, one thing I'm gonna tell you, this sounds so like old school underground hip hop. When was this released? Rapper 0,9 Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichwort in den Tax mit Lipgloss für den Glanz. 0,9 That's 0,9. What is 0,9? What does that mean? Is that the room where he was? Was it 10 into 9, right? True. Hey, look, this is a nice, that's a nice airport where they serve burgers like that and chips, bro. 0,9 That air flight company, fire. Liebe goldene Ketten, liebe polnische Felgen, liebe V12. Maschinen auf Backsteine geparkt, stehst geschockt morgens auf mit Kackstreifen im Ausnutz und so. Wo sind deine Tiefbettschlappen? Weedpacks handeln aus Eastpack, Taschen, Postfach immer voll. Viele Briefumschläge, du brauchst schon für den Wachrat Finanzierungspläne. Dumme Huren wollen seelischen Beistand, schon nach paar Takten putzen sie die Zähne mit meinen Schwanzbomben Ivory da. Erdbergstollen, dessen Wirkung dir locker den Nerv zertrommeln um. 2 Uhr nachts hörst du Haftschadenschreie, wo du schon am Träumen bist von Manga gezeichnet. Doch Pokémon ist im Vergleich zu Deutschrap ein Gangsterfilm, in dem man perlweißes Zeug schreckt. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9 Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichwort in den Tax mit Lipgloss für den Glanz. 0,9 Hey, look, the song it has a bop to it, you know, like, I love the how it's written, like, it makes you want to sing a lot. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9 Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichwort in den Tax mit Lipgloss für den Glanz.
Ssio, Nullkommaneun. Ssio 9. Is this 2009? When was this released? Nah. This was released 7 years ago. It's pretty old. But this was a nice track, man. I mean, it was nice in the sense that it was entertaining. Let me say it nice. It was entertaining, interesting tracks. Interesting track. Didn't understand a word. I mean, I understand a couple of things and I could make sense of what the video is all about. I guess you can correct me if I'm wrong. Please explain to me what this track is all about. Nullkommaneun. Why the Nullkommaneun? And secondly, why does he have a ship there? Is there a reason? Maybe I explained that in his raps. And yeah, interesting. Explain some of the other, like the whole verse, translate that in English if you care. But it'll be interesting to know. And yeah, otherwise, that's it for me from today. See you on my next video. Peace.